Die Titelrolle spielt wieder Romy Schneider. Hier kommt sie gerade aus dem Park. Für ihren Franz Josef, mit dem sie heute genau 4 Wochen verheiratet ist, hat sie Rosen geholt. Der neue Film erzählt die Geschichte der ersten Ehejahre des jungen österreichischen Kaiserpaares. Und wie uns Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Ernst Marischka versichert, soll er noch prächtiger und größer in der Ausstattung werden als der erste Film Sissi, der mit der kaiserlichen Hochzeit endete. Wer ist der nächste Audienzbesucher? Unser Gesandter in Paris. Dann lassen Sie ihn bitte erst in 2 Minuten eintreten. Zu Befehl, Meister. Dann haben es aber doch unsere Bühnenarbeiter gehabt. Die mussten die große Kamera über die steilsten Hänge hinaufschleppen. Hier ist mir beim Herumklettern eine Naht aufgeplatzt. Anni, mein gutes Annel, unsere Garderobiere hat den Schaden aber gleich behoben. In der Szene, die hier gedreht werden soll, geht es nämlich darum, dass das kaiserliche Paar bei der Gebirgswanderung in eine Meinungsverschiedenheit über die Fortbewegungsart geraten ist. Franz Josef, der Karl-Heinz Böhm, will, dass ich auf einem Esel reite, weil er glaubt, der Weg sei für mich zu anstrengend und ich möchte lieber zu Fuß gehen. Natürlich einigen wir uns sehr bald, wir sind ja jung verheiratet. Herrlich ist es hier. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Gell? Wundervoll ist. Und jetzt die Überraschung. Ein bisschen daneben gegangen. Karl-Heinz ist nicht aus dem Konzept zu bringen. Wir sind schließlich auf der Hochzeitsreise und uns hängt der Himmel sowieso voller Geigen. Onkel Bruno findet allerdings, dass der Himmel nur voller Wolken hängt. Hansl, komm raus! Geschneit hat's! Geschneit hat's? Du! Tatsächlich, mitten im Sommer. So was habe ich in Bosnien noch nie erlebt. Das glaube ich. Komm, wir machen eine Schneeballschlacht. So, und hier wird bereits die herzliche Begrüßung vorbereitet. Und jetzt kommt die feierliche Begrüßung. Herzogin Ludovica und ihre kaiserliche Tochter schreiten den einsamen Parkweg entlang. Nun sag mir, warum hast du das Baby nicht mitgebracht? Ach, weißt du, die Fahrt wäre doch zu weit gewesen. Ja, das sehe ich ein. Und der Franz, was ist mit ihm? Warum ist er nicht mitgekommen? In friedlicher Waldeinsamkeit, mit 30 Filmleuten im Hintergrund. Ernst Marischka schaut uns hier besonders genau auf die Finger, beziehungsweise auf die Füße, weil er selber ein paar... Weißt du noch, wie man einen Auerhahn anspringt? Ja, natürlich. Wenn er balzt, schnell ein paar Schritte näher springen. Da hört und sieht er nichts. Wenn er aufhört, stillstehen wie ein Baum. Und die Augen zumachen, damit er das Weiße nicht sieht. Richtig. So, jetzt kann die Begrüßung weitergehen. Zuerst die Geschwister. Bussi, Bussi, Bussi. So viele feuchte Bussis. Und dann kommt mein lieber Filmpapi, Gustav Knut. Ich mag ihn schrecklich gern, nicht nur im Film. Papi! Sissi! Sissi! Nein, also, grüß euch Gott. Ist der Kaiser auch da? Nein. Nein, nein, ich bin allein da. Hast du mich Papi gebracht? Das ist eine freudige Überraschung. Ich freue mich auch.